Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute zu einer Rezension zu dem Buch Die Geschichte des Wassers von Maya Lunde. Das Ganze ist der zweite Teil ihres Klimaquartetts. Es ist am 19. März 2018 erschienen, hat 480 Seiten, ist eine Dystopie aus dem BTB Verlag und kostet in diesem Format 20 Euro. Das Ganze hat von mir 4,2 Sterne erhalten und es hat mir doch echt gut gefallen. Also ich muss ja sagen, dass mir die Geschichte der Bienen ein bisschen besser gefallen hat. Das werde ich euch auch in der Infobox verlinken, mein Video zu der Geschichte der Bienen, dem ersten Teil. Aber ich fand dieses hier auch echt in Ordnung, obwohl ich sagen muss, dieses Buch hat ja nur zwei Erzählstränge. Also bei der Geschichte der Bienen haben wir ja drei. Hier haben wir quasi nur zwei Zeitebenen, die uns durch die Geschichte führen. Und ich hatte halt hier das Problem, dass mir ein Erzählstrang wesentlich besser gefallen hat als der andere. Dementsprechend musste ich da auch ein paar Abzüge geben, einfach weil man den einen Erzählstrang am liebsten immer einfach weggeblättert hätte. Und es war irgendwie so, ja, also es hat mir nicht ganz so toll gefallen. Also wir haben hier einmal, jetzt muss ich erstmal nochmal linsen, welche Jahreszahlen wir haben. Wir haben 2017. Und da haben wir eine Protagonistin, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Sie wird S-I-G-N-E geschrieben. Also ich habe immer so Signe gesagt oder gedacht, Signe. Und Signe hat eine Mission. Sie fährt mit ihrem Boot und möchte einer bestimmten Person etwas ganz Bestimmtes bringen, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Ich habe so das Gefühl, wenn ich da tiefer in die Materie oder in den Inhalt reingehe, erzähle ich euch schon wirklich alles, weil dieses Etwas, das sie transportiert, ist auch sehr wichtig für die Person, um die es später geht. Und zwar sind wir später im Jahr 2041 und haben einen Vater mit seiner Tochter, die in einem, ja, so eine Art Flüchtlingslager sind und dort eigentlich die Mutter und das andere Kind suchen. Also es ist eine Familie, die getrennt von den anderen Familienteilen ist und eigentlich nur noch ihre Familie suchen möchte. Und ja, die beiden Geschichten sind miteinander verknüpft. Sie sind verknüpft durch das Boot, das der Vater und die Tochter später finden werden. Und auch dieses Etwas, das eben in diesem Boot transportiert wurde von Signe. Auf jeden Fall sind das so die beiden Erzählstränge. Wir haben einmal unsere jetzige Zeit 2017 und einmal ein paar Jahre später, wo es auf der Welt ja kaum noch Wasser gibt. Es gibt einfach kaum noch Wasser. Und wir haben hier quasi Flüchtlinge, die aus den trockenen Gegenden versuchen, irgendwie ans Meer zu kommen. Und natürlich ist das nicht so schwierig, denn es ist ja auch so wie heute, dass die Länder eben nicht so die Kapazität haben, ganz viele Flüchtlinge aufzunehmen, wie das eben eigentlich passieren müsste. Und genauso ist das eben hier auch. Deswegen landen der Vater und seine Tochter eben in diesem Flüchtlingslager. Und ja, genau. Das erstmal dazu. Also der größte Punkt, der mich hier eben gestört hat, ist, dass dieser eine Erzählstrang mir so überhaupt nicht gefallen hat. Also der Erzählstrang von Signe. Es war für mich wirklich so, dass ich dann immer ganz schnell versucht habe, ihre Kapitel zu lesen, damit ich wieder zu der Geschichte von dem Vater und seiner Tochter komme. Und das war für mich einfach wirklich ein Riesenpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das muss Abzüge geben. Weil das ja natürlich dann auch den Lesefluss stört, wenn man eine Geschichte gerne liest und die andere eben nicht so gerne liest. Natürlich hat man das bei Büchern, wo es mehrere Perspektiven gibt, sehr häufig. Ich meine, wo ich das auch hatte, ist jetzt zum Beispiel das Lied von Eis und Feuer, denn da haben wir ja in jedem Buch so gefühlt 10 Charaktere. Und manche liest man einfach lieber als andere. Aber in einer Buchreihe, wo man irgendwie so 20 Charaktere hat, ist das natürlich was anderes als ein Buch, wo man nur zwei Charaktere hat oder zwei Perspektiven hat. Und wenn man dann eine viel, viel lieber liest als die andere, dann ist so die Hälfte des Buches irgendwie für einen sehr, sehr cool und die andere Hälfte des Buches ist für einen eher so, oh. Und trotz dessen hat das Buch eben von mir 4,2 Punkte erhalten, weil ich natürlich die Zukunftsvision an sich sehr realistisch finde. Denn durch unseren Klimawandel ist es gar nicht so abwegig, dass wir irgendwann kein Wasser mehr haben werden. Und man merkt das ja auch, ich glaube, in der Antarktis, das Eis schmilzt. Wir haben
Ja, schon kaum mehr richtige Winter hier. Also wenn ich jetzt mir überlege, wie ich als Kind im Schnee gespielt habe und wie unser ganzes Dorf wirklich wochenlang eingeschneit war, dann sind doch unsere jetzigen Schneefälle oder unsere jetzigen Winter einfach nichts mehr dagegen. Das ist halt einfach so. Wir haben ja kaum noch Schnee. Wir haben vielleicht mal so einen Monat, wo wirklich nur Schnee liegt. Aber das war früher hundertprozentig anders. Ich kann mich da als Kind auch dran erinnern und man hört ja auch, wie gesagt, dass das Eis in der Antarktis, dass das alles schmilzt, am Schmilzen ist und dass immer einfach weniger Wasser da ist. Und wenn man dann mal bedenkt, wie verschwenderisch man halt auch einfach mit Wasser ist und es vielleicht Länder gibt, in denen das schon jetzt sehr rar ist, dann ist es doch an sich eine gute Grundidee, ein Buch darüber zu schreiben. Und ich finde ja an sich, Maja Lunde macht sich sehr viele Gedanken, wie ich finde. Und ich finde es auch sehr gut. Ich meine, sie möchte aus dieser Reihe ein Quartett machen, das Klimaquartett. Und da hat sie ja einmal hier die Geschichte der Bienen und einmal eben die Geschichte des Wassers. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie weitermachen möchte und welche Aspekte sie noch beleuchten möchte. Auch dieses Buch hat mir vom Erzählstil wieder sehr gut gefallen. Aber die Geschichte der Bienen hat ja, glaube ich, von mir 5 Sterne erhalten. Und da kommt dieses Buch hier leider nicht mehr dran, weil es emotional einfach für mich nicht so an die Geschichte der Bienen rangekommen ist. Und da das ja eine Reihe ist, die an sich jetzt von den Personen her überhaupt nicht in irgendeiner Form zusammengehört, die aber trotzdem von einer Autorin ist, die das Ganze so ein bisschen als eine Klimareihe aufbauen möchte, vergleicht man natürlich. Und wenn ich das Ganze in Vergleich setze, dann gefällt mir der erste deutlich besser und ist auch emotionaler viel mehr an mich herangekommen. Und deswegen hat dieser Band von mir 4,2 Sterne bekommen, weil er mir natürlich sehr gut trotzdem gefallen hat. Ich auch den Schreibstil wieder sehr schön fand. Eher emotional an mich aber nicht so rangekommen ist wie der erste Band und deswegen habe ich da einfach ein bisschen was abgezogen und es ist eine 4,2 anstatt einer 5 geworden. Das finde ich an sich aber auch ganz gut, weil es ja trotzdem eine gute Bewertung ist, einfach weil es ein Thema ist, über das ich finde, dass gerne mehr Bücher darüber erscheinen könnten, weil es eben auch etwas ist, das ein modernes Thema ist und auch hier ist es wirklich etwas, das eintreten könnte. Es ist ja genauso wie bei der Geschichte der Bienen. Die Bienen sterben, es ist nun mal so. Und in China bestäuben sie schon per Hand. Also Maja Lunde schreibt wirklich auch realistische Themen und beschreibt realistische Themen. Und deswegen finde ich das ziemlich gut. Also ich fand es wieder ein schönes Buch. Ich freue mich natürlich sehr auf ihre nächsten Werke. Und ich frage mich natürlich auch, welche Themen sie sich weiterhin aussucht. Und bin auch sehr gespannt, welche Themen sie sich weiterhin aussucht. Und was ich hier an diesem Buch auch gut fand, war die Zeiten, die gesetzt wurden. Also 2017 und 2041 war das, glaube ich. Und ich fand es an sich auch eine Zeitspanne, die realistisch ist, gerade wenn man sieht, wie das heute voranschreitet. Aber ich finde auch hier hätte sie vielleicht wie im ersten Buch noch eine dritte Perspektive reinbauen können. Einfach weil ich glaube, durch eine dritte Perspektive wäre das Ganze nicht so schwankend gewesen von einer Geschichte, die man gerne liest, einer Geschichte, die man eben so überhaupt nicht gerne liest. Wenn man da noch eine dritte Instanz gehabt hätte, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen ausgeglichener gewesen. Das war das, was ich zu dem Buch sagen wollte. Jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Falls ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, gerade auch in Bezug zum ersten Teil. Aber jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.